Risiko, Game of Thrones. Heute der zweite Teil der Serie. Im ersten habe ich euch die Basics vorgestellt. Heute geht es um die ganzen Erweiterungen, Charakterkarten und so weiter. Im erweiterten Spiel bekommen wir diverses Material, mit dem wir dem Zufall begegnen können und noch mehr strategisch das Spiel bestimmen können. Wir haben diverse Charaktere aus Game of Thrones. Wir haben Spezialeinheiten, die Angriff und Verteidigung verstärken können. Aufträge, die abgearbeitet werden müssen, und Maesterkarten, die Spezialaktionen freischalten. Das erklärt sich am besten in einer Beispielrunde. Ich habe hier eine Dreierpartie ausgewählt, dafür nehmen wir die große Landkarte und die drei gezeigten Fraktionen. Welche Fraktionen zu spielen sind, gibt das Spiel vor oder das Regelset vor. Ich habe hier mal die 5er, 4er und 3er Variante gezeigt. Drei Spieler, je 28 Starteinheiten und die ersten drei Häuser. Aufgebaut sieht das schon richtig cool aus. Jeder Spieler bekommt den zum Haus passenden Charakterbogen und die Charakterkarten, listet die auf, so wie das hier gezeigt ist. Was man damit macht, zeige ich noch. Und Sonderkarten etc. werden an der Seite bereitgestellt. Jedes Haus hat einen Sitz der Macht. Der wird gekennzeichnet durch dieses Hauptquartier und wird mit einer Dreiereinheit bestückt. Abweichend zur Gefechtsvariante werden die Ländereien nicht zufällig bestückt, sondern reihum strategisch. Jeder Spieler hat dafür 28 Einheiten bereitstehen. Die Reihenfolge der Spieler ist fest vorgegeben. Es beginnt weiß, es folgt schwarz und dann kommt gelb. Also weiß beginnt die erste Einheit zu setzen, dann ist schwarz dran, dann ist gelb dran und dann geht es wieder bei weiß los. Das Ganze bis alle Länder besetzt sind. Dabei gilt natürlich wieder, achtet darauf, dass ihr Bogen bekommt. Wenn alle Länder belegt sind, wird auch reihum verstärkt. Im Uhrzeigersinn jeweils eine Einheit setzen, bis alle Einheiten aufgebraucht sind. Damit bilden sich dann schon die ersten Hotspots. Dann bekommt jeder Spieler noch drei Auftragskarten. Die kann er sich angucken und wählt dann zwei Aufträge aus, die er angehen möchte. Später kann man noch weitere Aufträge nachkaufen, aber starten tut man erstmal mit zwei. Für die Auftragskarten gilt, dass man nur eine pro Spielzug erledigen kann, also nicht zwei oder drei gleichzeitig. Was gibt es da für unterschiedliche Typen? Je nach Schwierigkeitsgrad bekommt man 4, 3, 2 oder 1 Punkt. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, kontrolliere 5 Schlösser. Das wäre dann zum runden Ende. Man muss insgesamt 5 Schlösser haben. Das ist hier bei Gelb der Fall. Dann erobere eine bestimmte Anzahl an Ländern oder Gebieten. Manchmal auch zum Beispiel mit einem Schloss oder mit einem Hafen. Kontrolliere eine bestimmte Anzahl an Regionen. Kontrolliere zwei Spezialeinheiten, hier zum Beispiel zwei Ritter. Wofür die noch da sind, erkläre ich später. Zerstöre eine gewisse Anzahl an gegnerischen Einheiten innerhalb von einem Zug. Oder besitze zum Ende der Runde einen gewissen Wert an Gold. Jeder Spieler hat einen Spielerbogen. Da kann er kennzeichnen, wie viele Länder er aktuell hat, wie viele Schlösser, wie viele Häfen er hat und wie viele Siegpunkte er derzeit hat. Dann findet ihr dort eure hausspezifischen Charakterkarten. Der Einsatz von Jon Snow zum Beispiel kostet 100 Gold und ermöglicht mir ein weiteres Manöver. Wenn man angegriffen wurde und gewürfelt wurde, darf man für 200 Gold und Ned Stark einen beliebigen Verteidigungswürfel zum höchsten Wert umdrehen. Oder wenn ein Gegner eine Invasion gegen ein Land mit einer Armee ankündigt, kann ich für 200 Gold eine zusätzliche Armee dazustellen, um zu verteidigen. Wenn man eine Invasion ankündigt, darf man für die Dauer der Invasion 1 zu allen Angriffswürfeln dazuzählen.
Diese Aktionen verbrauchen sich, heißt also, wenn man eine Charakterkarte ausgespielt hat, darf man die erst wieder spielen oder refreshen, wenn man seine Einheiten verstärkt. Zurück zu unserem Spiel. Wir haben ja drei Häuser und der letzte Spieler hier gelb rechts, der hat einen Nachteil dadurch, dass er spät dran ist und bekommt einen Bonus von 300 Gold laut Regeln. Die Verstärkung läuft wie gehabt mit dem Zusatz, dass man für jede erhaltene Einheit auch 100 Gold bekommt. Also 8 Einheiten macht 800 Gold. Zusätzlich gibt es für jeden Hafen auch nochmal 100 Gold. So kommen wir zum konkreten Spielzug. Jetzt noch recht unspektakulär, weil es führt hier ganz normale Inversion durch, aber ich möchte euch zeigen, wie man Aufträge erfüllt. Deswegen zählen wir jetzt die eliminierten Einheiten mit. Wir haben insgesamt 5 eliminierte Einheiten und damit hat Weiß auch einen Auftrag erledigt, nämlich den, wo es einen Siegpunkt gibt. Pro Runde kann immer nur ein Auftrag erledigt werden, also wenn Weiß jetzt hier noch einen Auftrag gehabt hätte, erobere 4 Gebiete in einem Zug, dann hätte er sich entscheiden müssen, welche Karte er ausspielt. Der weiße Spieler hat überhaupt kein Gold ausgegeben und das ist nicht gut. Also gebt das Gold aus, was ihr habt. Man kann für 200 Gold 2 neue Aufträge kaufen und sich dann einen aussuchen. Man kann für 200 Gold aber auch eine oder beliebig viele Maester-Karten kaufen. Also das Kaufen von Maester-Karten kostet Gold und der Einsatz von Maester-Karten kostet dann nochmal Gold. Wie viel steht auf den Karten drauf? Und dafür bekommt ihr ganz unterschiedliche Effekte. Hier ein paar Beispiele. In der Mitte zum Beispiel. Alle Gegner müssen einen sechsseitigen Würfel würfeln und der, der die niedrigste Zahl gewürfelt hat, verliert einen Siegpunkt. Oder wenn du eine Invasion ankündigst, füge plus 1 zu dem höchsten Würfel während deiner Invasion hinzu. Wenn du angegriffen wirst, würfle einen sechsseitigen Würfel und füge so viele Armeen zu dem verteidigenden Land hinzu. Einsatz von Spezialeinheiten zur beliebigen Zeit. Und die drei stärksten Charaktervernichtungskarten. Schauen wir uns das mal praktisch an. Schwarz ist an der Reihe, bekommt seine Verstärkung und entsprechend Gold. Davon wird eine Meisterkarte gekauft und das ist eine kostenlose Spezialeinheit. Die wird auch direkt eingesetzt von Schwarz. Also hier werden die Kosten bezahlt. 100 für die Karte, dafür gibt es den Ritter. Und der bewirkt, dass zu dem höchsten Würfel 1 dazu addiert wird. Invasionsphase beginnt erstmal hier oben. Schwarz gewinnt. Und greift dann gelb an, dort unten. Dort zählt jetzt auch der Ritter dazu, heißt also zum höchsten Würfel hier die 2, wird 1 dazu addiert, heißt also zählt als 3. Damit würde Schwarz den Angriff komplett gewinnen und gelb 2 Einheiten verlieren. Aber gelb spielt eine Charakterkarte aus, und zwar nach dem Würfeln erhöhe jeden Verteidigungswürfel um 1. Damit dreht Gelb den Kampf und Schwarz muss 2 Einheiten abgeben. Die Karte wird umgedreht, kann also nicht weiter verwendet werden. Schwarz greift weiter an und gewinnt hier dank des Ritters gegen die rote 4. Der schwarze Ritter muss mitgezogen werden, da er hier im Angriff mit beteiligt war.
So eine Spezialeinheit ist also sehr mächtig, wie ihr seht. Es gibt noch weitere. Es gibt einmal die Festung, dann das Katapult und den Ritter. Ihr könnt diese Spezialeinheiten auch bekommen, wenn ihr die Länderkarten einsetzt. Alternativ zum Sammeln und Eintauschen bei der Verstärkungsphase kann in der Verstärkungsphase auch so eine Länderkarte eingesetzt werden, um passend dazu eine Spezialeinheit auf ein Land zu setzen. Allerdings nur einmal pro Runde. Was sie so können, haben wir gerade gesehen. Der Ritter erhöht zum höchsten Würfel plus 1. Das lässt sich auch stapeln. Also ich kann auch zwei Ritter einsetzen. Damit würde ich aus der 5 eine 7 machen. Das gilt dann bei Angriff und Verteidigung. Mit dem Katapult darf ich einen sechsseitigen gegen einen achtseitigen Würfel ersetzen. Auch hier kann ich stapeln, es gibt allerdings nur zwei achtseitige Würfel. Die Festung gilt nur für die Verteidigung und sorgt dafür, dass ich im Verteidigungsfall alle sechsseitigen Würfel gegen achtseitige austauschen darf. Das ist praktisch, um kritische Gebiete abzusichern. Wichtig ist, dass man die Festung nicht mehr bewegen darf. Also mit der darf man nicht angreifen und dementsprechend kann man die auch nicht mehr verschieben. Man kann das kombinieren. In meiner Interpretation maximal drei Spezialeinheiten am Stück. Ansonsten wird es unfair. Eine entsprechende Passage habe ich allerdings in den Regeln nicht gefunden. Wenn man als Spieler wieder an der Reihe ist, refresht man seine Charaktere, also in der Phase, wo man auch seine Verstärkungseinheiten bekommt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 10 Siegpunkte erreicht und noch seinen Sitz der Macht kontrolliert. Wenn der Sitz der Macht durch einen anderen Spieler kontrolliert wird, gewinnt man nicht und man muss ihn erst befreien. Auch die Zwei-Spieler-Karte bietet mit den Häusern entsprechende Charaktere, um die erweiterte Spielvariante zu spielen. Man kann beide Karten für 7 Spieler auch miteinander kombinieren. Die grauen Häfen bilden dann den Übergang. Zum Schluss ein paar Tipps und Tricks. Nutzt euer Gold. Gebt das Gold aus. Gebt das für die Charaktereigenschaften aus oder für Maester-Karten oder für Aufträge, aber nutzt das Gold. Spezialeinheiten bringen euch einen dauerhaften Vorteil, also seht zu, dass ihr so schnell wie möglich an Spezialeinheiten kommt. Andersrum, wenn ihr seht, dass irgendwo Spezialeinheiten ungeschützt, also nur mit einer Einheit rumstehen, greift an, um die Spezialeinheiten zu zerstören. Die Spezialeinheiten erhöhen eure Gewinnwahrscheinlichkeit. Ich habe hier die Wahrscheinlichkeit mal ausgerechnet für die Variante 1 gegen 1. Aus meiner Sicht ist der Ritter die stärkste Spezialeinheit, das spiegelt sich zumindest in den Wahrscheinlichkeiten wider. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.